So, meine lieben Freunde, hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Gothic 2, die Nacht des Raben. Ja, es geht hier auch mal wieder weiter. Part 49 ist das jetzt. Ich habe mich mal ein bisschen reingelesen. Strand im Norden, Skip ist auf dem trockenen, Garrett's Kompass. Ich weiß so in etwa ungefähr, wo das zu finden ist. Ich denke mal, wir sollten das mal machen. Irgendwo im südlichen Strand. Der südliche Strand ist das hier, glaube ich. Muss ich mal gucken. Hiervon haben wir noch keine Karte. Warum haben wir hiervon keine Karte? Aber das ist der nördliche Strand, soweit ich weiß. Und der südliche Strand ist hier. Ich werde jetzt erstmal hier den nördlichen Strand von den Viechern säubern, um morgen mal einen Gefallen zu tun. Ist das? Nee, okay. Was habe ich denn hier noch für Grog-Mist? Gar nichts. Okay, schnellen Hering brauche ich jetzt hier aktuell nicht. Das ist alles soweit noch in Ordnung. Zwei Waran werden wir fertig. Na komm schon, du Lümmel. Du Lümmel auf zwei Beinen. Jetzt gibt es erstmal richtig schön. Da ist nichts. So, wollen wir mal gucken, ob ich hier irgendwas mit meiner Armbrust schon machen kann. Ich treffe natürlich wie ein Spatz, nämlich so gut wie gar nicht. Naja, das mit der Armbrust wird wohl so an sich nix. Ich will noch mal ein bisschen was essen und vorsichtshalber mal hier unten speichern. Und hier natürlich. Doch bestimmt auch irgendwas. Ja, zum Glück gehe ich da mal in Höhlen vorsichtig rein. Der steht eigentlich super. So, Stufe ist gestiegen. Perfekt. War schon ein bisschen knapp, muss ich gestehen, aber haben wir gemeistert. War jetzt nicht so viel, muss ich sagen, aber 10 Lernpunkte hat es doch schon mal gebracht. Die Frage ist, wir können schon die dritte... Okay, das können wir schon mal lernen. Wir haben 33 Mana, das ist soweit okay. Die Frage ist, ob ich noch ein bisschen was auf Stärke draufhauen möchte oder nicht. Hier brauche ich gar nicht erst zu probieren. Hier gibt es in dem Addon gibt es nämlich keine Mauer. Zumindest nicht so wie in Kingsbums. Nicht so wie in Kurines. Wenn du hier nämlich zu weit weg schwimmst, kommt nämlich ein Monster und frisst dich auf. Glaube ich. Ich will das mal austesten, damit ihr das auch mal gesehen habt. Hoffentlich geht das bei der Version, weil das Spiel schon so alt ist. Entweder ich habe es nicht richtig geschafft. Hier liegt eine Ritterstatue. Wollen wir mal schauen. Es kann nämlich auch sein. Also bei der Version musste man halt ein paar Sachen nachinstallieren. Das hat auch so weit ganz gut geklappt. Nur mein Problem war halt, entweder habe ich den Fix nicht richtig installiert oder sonst was. Auf jeden Fall sind die Videosequenzen in dem Spiel ziemlich broken und ziemlich pixelhaft. Jo.
Deswegen ist sowas gerade ein bisschen schwierig. Ich guck gerade mal. Nee, sieht nicht danach aus, als ob es hier irgendwas geben könnte. Ich glaube, wir müssen ein ordentliches Stück da, sehe ich es doch schon. Ja, jetzt kommt die Sequenz. Wenn wir zu weit weg laufen, dann kommt diese Videosequenz. Flatsch. Das war's. Und wir kommen wieder hier hin. Ach, schön. Finde ich cool, dass sie das gemacht haben. Doch, muss ich sagen. Bei Witcher 3, wenn du da an die Stadtgrenze kommst, sozusagen, sagen die das ja auch. Achtung, hier gibt es Drachen, du solltest umkehren. Der Geralt kehrt dann auch automatisch um. Aber so richtig konsequent ziehen sie das nicht durch. Und das ist hier wirklich schon der Fall. Wenn du da die Addon-Welt verlässt, wirst du gefressen. So, ich suche mir jetzt erstmal eine Piratenkajüte irgendwo oder ein Bett, dass ich mal pennen kann. Ich habe nämlich ordentlich was eingesteckt. Kannst du mir irgendwas beibringen? Alles klar bei dir? Was ist los? Schickt Henry dich zu mir? Kannst ihm sagen, er bekommt seine Bretter, sobald ich fertig bin. Wenn ihm das nicht passt, kann er sie auch gerne selber sägen. Ich suche Angus und Hank. Ich habe keine Ahnung, wo sie sind. Wahrscheinlich wurden sie von den Banditen erwischt. Ihr wart doch befreundet, oder nicht? Alles, was ich weiß, ist, dass sie sich in einer Höhle hier in der Nähe mit den Banditen treffen wollten. Sie muss irgendwo außerhalb unseres Lagers im Osten sein. Wo genau, weiß ich nicht. Ich bin selbst nie da gewesen. Am besten, du fragst Alligator Jack mal danach. Der treibt sich doch ständig vorm Lager herum. Was machst du mit den Brettern? Die sind für die Palisade, du Depp. Greg hält es für eine gute Idee, unser Lager damit zu sichern. Also wenn du mich fragst, können wir uns die Arbeit sparen. Falls die Banditen wirklich vorhaben, uns anzugreifen, wird sie auch die lächerliche Palisade nicht aufhalten. Wir hätten sie niemals in unserem Tal dulden dürfen. Wenn ich das vorher gewusst hätte, dann wäre ich in Corinis geblieben. Du warst in Corinis? Ja, ich habe mich da mit Taschendiebstählen und kleinen Gaunereien über Wasser gehalten. Aber als immer weniger Schiffe kamen, gingen die Geschäfte immer schlechter. Irgendwann hatte ich keine Lust mehr, für ein paar Krumen Brot vor der Miliz wegzulaufen. Ich habe mich dann Greg angeschlossen. Jetzt sitze ich hier fest. Den ganzen Tag am Sägen, um eine Palisade zu bauen, die sowieso keinem was bringt. Kannst du mir was beibringen? Nun, ich könnte dir zeigen, wie man andere Leute Taschen plündert, ohne dass sie etwas merken. Aber du solltest einigermaßen geschickt sein, sonst kommst du an die wirklich wertvollen Sachen nicht ran. Ja, das nehme ich mal mit. Zeig mir den Taschendiebstahl. Vergiss es. Du bist nicht geschickt genug. Du musst entweder geschickter werden oder dir einen besseren Lehrer suchen. Ah, der zeigt uns das ab einer gewissen Geschicklichkeitsgrade. Würde ich gerne machen. Die Frage ist, ob ich das tun sollte. Das kann ich dir euch... Ach so, ich wollte erstmal... das liegt nämlich einfach einzig und allein daran, dass wenn wir die Leute... plündern, brauchen wir einen gewissen Geschicklichkeitsgrad, kriegen aber auch noch ein paar XP. Das ist nämlich jetzt die Frage, ob ich ohne investieren in Lernpunkte halt wirklich genug Geschicklichkeit bekomme, damit er mir das beibringt, oder ob ich ja, halt solche Sachen halt. So, ach, die Jungs hier sind ziemlich entspannt. Kannst du mir was über Francis erzählen? Guck dich doch mal um. Die einzigen, die was tun, sind Henry und seine Jungs.
Morgen liegt den ganzen Tag im Bett oder lässt sich volllaufen. Bei Greg gibt's sowas nicht. Ach ja. Wenn ich spurt, kriegt er einen Tritt in den Hintern. So ist das. Wie läuft's? Naja, ich komm klar. Ist ein bisschen langweilig, aber wenigstens muss ich nicht arbeiten. Ich bereite mich gerade auf meinen nächsten Auftrag vor, den Greg mir gegeben hat. Welchen Auftrag? Das darf ich nicht sagen. Nichts für ungut, Kleiner. Aber ich habe mir das Privileg hart erarbeitet und habe keine Lust, es wieder zu verlieren. Na, du kriegst nachher Kannst du mir was beibringen? Tut mir leid, ich habe gerade keine Zeit. Ich muss trainieren. Also der kann uns was beibringen, der kriegt auch später die Muffen. Also Muffensausen. Dem sein Auftrag wird es sein, mit der Banditenrüstung, die wir hier bekommen, zu den Banditen zu gehen und die auszuspionieren. Jetzt ist er noch stolz drauf, aber je näher es kommt, desto mehr hier. Oh shit. Kriegt der hier die Hose voll. Kann ich auch verstehen, weil das mit den Banditen ist nicht einfach. Wirklich nicht. Darfst dir nichts von denen gefallen lassen, darfst aber auch nicht die Falschen anpissen, sonst bist du ganz schnell. Hast du ganz schnell einige Leute gegen dich. So, das sind Feuerwaran. Jetzt will ich mal was gucken, welche Rüstung mir mehr Feuer gibt. Magie, Feuer, Pfeile, das ist okay. Schutz vor Waffen, Schutz vor Feuer. Schutz vor Feuer 20, Schutz vor Feuer gar nichts. Dann ziehe ich nämlich mal meine Feuerrobe an. Und speicher mal, weil die Flammenteile hier, die sind schon echt ein bisschen creepy. Ich will auch wirklich nur einen Akku haben, weil der macht richtig Damage, wenn der mit seinem Feueratem kommt. Es ist ja nicht so, als würden die nichts fressen, als würden die kein Damage fressen können. Ja, die kannst du nämlich vergessen. Die musst du anders da locken. Habe ich richtig gespeichert? Ja, habe ich. Okay. Ich will die aber noch mal ein bisschen probieren. Die muss ich einzeln hier an des Tingsbums. Also wie die Warane, darf ich nur nicht so häufig von denen treffen lassen. Dem muss man ein bisschen aufpassen. Die haben, glaube ich, ein anderes Angriffsmuster oder eine andere Animation. Es ist nicht ganz so einfach, dir das auswendig zu lernen. Mit denen. Vor allem, wenn da zwei Stück so nah stehen. Da muss ich gucken, wo ich den hinlocke. Es wäre halt ganz cool, wenn die irgendwie mit Wasser so ein bisschen Probleme kriegen könnten. Ja, das Feuer macht nämlich, glaube ich, Dodge-Schaden. Meine ich. Den muss ich doch auch irgendwie anders da kriegen. Die müssen irgendwie besiegbar sein. Das Feuer ist eine... Nee, beides kannst du vergessen. Was war das? Och, im Wasser, wenn es zu hoch ist. Also du hast eh echt den Kompass hier, den du für den Typen holen sollst. Dieser Strand ist echt nicht geschenkt. Du kannst dich zwar da so ein bisschen dagegen schleichen, aber das muss auch gehen.
andere jetzt kommt, habe ich ein Problem. Wenn der nicht kommt, ist alles gut. Ja, da höre ich den doch schon schnaufen. Macht nichts, kann ich hier weglaufen? Nein. Also doch kann ich. Kann ich auch weit genug ins Meer laufen? Kann ich. Da will ich mich nämlich erstmal voll machen und die Akku von dem resetten. Boah. Die Viecher sind schon echt eine Herausforderung, muss man sagen. Das ist keine... Ah, stimmt. Ich habe ja die Heilungsrune. Aber 10 Mana ist natürlich relativ schwierig. So, jetzt schwimme ich zurück, versuche das gleiche mit seinem Kollegen nochmal. Und da hinten warten auch noch zwei. Boah, das, wie gesagt, wenn man das einigermaßen macht, dann hat man schon Probleme. Oh, da ist noch eine Muschel, glaube ich. Ne, eine goldene Schale. Super. Na komm her. Hier hin. Rumdrehen. Ja, mit der Animation, das ist nicht ganz so perfekt. Das ist bei den normalen Waran einfacher. So, jetzt will ich noch mal eine Feuernessel. Dann will ich mich noch mal heilen. Und dann möchte ich noch mal speichern. Wie gesagt, jeder ein falscher Schritt bei den Feuerwaranen könnte unser Tod sein. Haben wir ja schon hinter uns. Und deswegen speichere ich hier lieber ab. Bewegen die sich auch? So, den locke ich mal hier hin. Ja, wenn ich brenne, kriege ich einmal so eine gewisse Art von Schaden, weil ich brenne, aber das war's. Wir dürfen den am besten niemals zu Atem kommen lassen. Er kriegt seinen Angriff nicht durch, weil er zurückweicht. Woher haben wir denn so viele Dunkelpilze? Hab ich die noch nicht gegessen? Woher kommen die? Ist das ein Bug vom Spiel? Ich weiß es echt nicht. Sorry, Leute. Krass. Finde ich jetzt ein bisschen arg. Aber gut, naja, 150 ist jetzt auch nicht so die Welt, muss man gestehen. Ihr wisst ja, kennt ihr den kleinen Trick, 5 Feuerpilze, 50 Dunkelpilze gegessen, gibt 5 permanentes Mana. Ist eigentlich nicht schlecht. Den können wir hier machen. Und dann kommen wir her. Ich hoffe, der Strand ist nicht komplett voll von diesen Feuerviechern. Oh je, was man nicht alles macht, ne? So, das ist ein normaler Varan, den kriegen wir auch so.
Ja, wie gesagt, gegen so einen normalen Varan ist das hier alles gar nichts. Ja, man sieht es nicht so wirklich. Hier alles durch. Das so hinkriegt. Nee, ja komm, ist egal, da gibt es ja auch nichts, glaube ich. Höchstens ein paar Klappmuscheln und diesen Muscheln ist größtenteils, wenn überhaupt, mal eine Perle oder so drin. Also jetzt nichts, was man großartig vermissen würde. Die Frage ist, wo ist die hin? Da. Muschelfleisch. Das ist mal was anderes. Was ist das hier? Lebensenergiebonus 20, roh unbedingt genießbar. Lecker, hat halt nichts wirklich gebracht. So, das leckt, sieht ein bisschen buggy aus. Finde ich persönlich aber jetzt nicht ganz so tragisch bei dem Spiel. Wie gesagt, 2000, 2001. Ich weiß es gar nicht, wann das rausgekommen ist. Ich glaube 2002 müsste das rausgekommen sein. Müsste ich mal nachgucken, gibt es bestimmt eine Wiki für. Ja, hier ganz normale Viecher sind ja kein Problem. Vor allem kriegen die auch ordentlich Damage. Also bei aller Freude, Leute, ich glaube auch als Magier muss ich noch ein bisschen in Stärke investieren. Weil ich selbst mit meiner jetzigen Stärke, wenn Feuerwaran und so ein Kram kommt, bin ich halt gefickt. Ja, ich habe dieses Wort extra so genommen. Ich wollte es auch erst umschreiben, aber ich habe gemeint, nein. Du bist echt goldener Kompass. Das ist das, den wir suchen. Aber ich würde gerne noch die Höhle untersuchen, bevor ich jetzt diesen Part beende. So, nehmen wir mal die Bogenarmbrust, gucken, was hier auf uns wartet. Zombie, es geht noch. Muss ich nur gucken, dass ich die irgendwie so ein bisschen so trigger. Na, die Zombies hören nämlich nicht auf, wegzulaufen. Das ist mein Problem. Der hat sich da festgehangen, das ist gut. Sehr easy. Kriegt ja, wenn er jetzt schon Damage kriegt. Also Zombies einzeln sind echt kein Problem. Egal was für eine Rüstung die anhaben. Das sind auch nur Zombies. Na komm her. Nichts zu ändern. So, den könnte ich versuchen mit der Armbrust zu klatschen. Jo, die macht ordentlich Damage. Wenn der so festgeglitscht ist, geht das eigentlich. Die Armbrüste machen super Schaden, haben aber eine relativ niedrige Schussfrequenz. Und wenn wir natürlich nichts auf Armbrust geskillt haben, dann ist es natürlich... Waren, glaube ich, auch nur drei. Ah, den mache ich mal ein bisschen vom Loot weg. So, was haben wir hier? Grobes Langschwert, ein Trank. Okay. Ja, nichts Besonderes, noch ein Trank. Die kann man ja so ein bisschen an dem Layout erkennen, was für Tränke es sind. Wenn es wirklich solche permanenten Tränke sind, super. Aber ich glaube, da gibt es hier nicht so viele. Ein bisschen Gold, ein Ring. Ja, ja, doch, von den XP hat sich das allein schon gelohnt. Von dem Spielspaß und von den Sachen,
die hier schon alleine rumliegen. Ist das alles nicht so schlecht. Ein Amulett. Amulett der Krieger, Schutz vor Waffen. Ist natürlich schweineteuer. Oh, Ring der Gewandtheit. Ring der Krieger. Erkennungszeichen, Ring des Wassers, Unbesiegbarkeit. So, dann setze ich aber mal wieder diese Rüstung ein. Wenn wir es nicht mit Feuer zu tun kriegen, ist es auch gar nicht so tragisch. Jetzt gehe ich mal zurück. Das mache ich in diesem Part noch. Wir können den Part ruhig ein bisschen länger machen. Warum eigentlich nicht? Dazu muss ich aber nur mal meine Shadowplay Notes reingucken. Ach, zum Glück habe ich hier meine berühmten roten Notizbücher. Da hinten ist noch eine Belia-Statue, die wird noch später relevant für uns. Wir könnten eigentlich ab und zu mal nach Corinus und zu Innos beten. Weil der uns ja pro Tag einen Segen schenkt. Und als Magier ist es halt immer Mana. Ich weiß nicht, ob das unendlich geht, aber ist eigentlich nicht schlecht. 38 Minuten ungefähr. Ah, okay, 50 Minuten. Okay. Nee, das war nur ein bisschen laut gedacht. Glaubst du wirklich daran? So, du alter Seebär, Garrett. Hier ist dein Kompass. Ja, das ist er. Hätte nicht gedacht, dass ich ihn nochmal wiedersehe. Danke, Mann. Dieses Mal wird ihn Greg nicht wieder in die Finger kriegen. Ja, dann... Hier, nimm diesen Gürtel dafür. Er ist mein wertvollstes Stück. Cool. Das ist eine schlimme Sache. Gürtel? Gürtel des Schutzes, Schärpe des Feuers. Bringt natürlich 5, 7 Schutz vor Waffen, Schutz vor Pfeilen. 70, 60, 8, 13. 65, 5... Jo, warum nicht? Man weiß gar nicht mehr, wem man so, dann gehen wir mal zu morgen. Dass der Strand gesäubert ist. Der Strand im Norden ist sauber. Was ist mit der Höhle? Warst du da auch schon? Klar. Sauber. Bist ein guter Mann. Hier hast du deinen Lohn. Cool, danke. Leg dich wieder hin. So, wir haben ein bisschen Kohle. Das ist supidupi. Die Frage ist, was mache ich jetzt? Ich könnte natürlich gucken, was mit Angus und Hank ist. Das wäre der nächste Step. Den ganzen Kram mal ein bisschen... Ja, das hat er wirklich behauptet. Abarbeiten. Ich weiß auch, was zu tun ist, wenn wir das triggern, um den Greg herzuholen. Die Frage ist nur, ich glaube nicht, dass ich das schaffe. Ich glaube, um das schnell zu machen, brauchst du 1000 Goldstücke. Dann lässt er Francis dich auch so in die Hütte. Oder aber du nimmst den Geschicklichkeitsweg. Und klaust ihm das Ding aus der Tasche. Das wäre natürlich ganz nett, aber da wir nicht so viel Geschick haben. Kennst du Angus und sein Freund Hank? Ich habe sie schon länger nicht mehr gesehen. Außerdem hätte ich nichts dagegen, wenn die beiden auch nicht wieder auftauchen. Warum? Ach, die Penner haben ständig am See rumgehangen und das Wild vertrieben. Ah, okay. An welchem See hängen sie ständig rum? Erinnerst du dich an unsere Jagd? Ja. Der See in dem Talkessel. Dort habe ich sie meistens gesehen. Gut. Ich weiß auch, wie man da hinkommt. Ich kenne noch den Geheimweg. Sozusagen. Der Geheimweg führt nämlich über was anderes. Die Frage ist nur, triggert der Typ den schon? Der sagt uns nämlich irgendwann, dass er mit jemandem anderes unterwegs gewesen ist.
Also wir könnten jetzt natürlich hier runter gehen und dann hier irgendwas rumeiern. Geht aber auch andersrum. Da müssen wir, glaube ich, sowieso lang. Aber ich würde sagen, ja genau, der ist jetzt hier mit Brettersägen fertig. Aber das sehen wir beim nächsten Mal. Macht's gut, ciao.